Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel. Herzlich willkommen zu... Heute teste ich... Ich war mal wieder in Holland und habe ich gefunden The Pearl... Ich wollte schon sagen The Pearl Edition, aber The Pear Edition. The Pear Edition. Und zwar zuckerfrei. Pearsmark. Also Birnengeschmack. Wenn ich das richtig übersetze. Richtig übersetzt habe, ist Birnengeschmack. Also Leute, bleibt dran. Vielleicht fällt es ja auf, ich habe eine neue Kamera. Also ich habe mein iPhone hat das zeitliche gesegnet. Und jetzt habe ich das Samsung A51. Bin bisher sehr zufrieden. Ein Review wollte ich jetzt nicht machen, weil ich habe da so viele Reviews gesehen, habe ich mir gedacht, ach komm, weißt du, konzentrieren wir uns doch aufs Wesentliche. Und zwar The Pear Edition aus Holland, und zwar Pearsmark. Zuckerfrei, das Aussehen ist schon mal geil, aber das Auge trinkt mit, Leute, ihr wisst Bescheid. Preis-Leistungs-Verhältnis lasse ich in Zukunft weg, denn mir wurde immer wieder geschrieben, ja, ich habe das aber für so und so viel gefunden, ich habe das für so und so viel gefunden, ich habe es billiger gefunden, ich habe es teurer gefunden. Sucht es auch, wo ihr wollt, Leute, ganz ehrlich. Und lasst mir mal Ruhe damit, versteht ihr? Ich suche mir die Sachen nicht aus, weil sie billig oder teuer sind. Ich suche mir sie aus, weil ich sie gerade finde. Ja, und wenn ich sie gerade an der Tankstelle finde, wie dieses hier, für 2,60 Euro, ohne, also gibt keinen Pfand, dann ist das eben so zum Testen. Ja, das heißt nicht, dass ich das erst in der Tankstelle sehe, oh, es kostet so und so viel, und dann fahre ich hunderte Kilometer zusammen, und um dieses in einem Supermarkt billiger zu finden, mache ich nicht. Ja, von daher, Preis-Leistungs-Verhältnis lasse ich einfach weg. Na, damit es ja keine Missverständnisse gibt. Und ich sage aber trotzdem, wie viel es gekostet hat. Also das hat 2,68 Euro gekostet, hat keinen Pfand und war in Holland an der Tankstelle. Auf einer Autobahntankstelle. Das ist zuckerfrei. Ja, Pearsmark. Stimuliert Lisham Engest. Ja, ich würde sagen, öffnen wir es erstmal. Boah, das riecht original wie eine Williams Christbirne. Ja, original. Mal der Rüssel Neihalde so. Ui, ja. Boah, das riecht richtig cool. Ja, also Leute, schenken wir ein. Grün ist sowieso meine Farbe, ja. Also. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Also das ist doch mal. Gäbe es bei mir 10 Sterne, dann würde das Ding 10 Sterne kriegen. Vom Aussehen her. Es gibt bei mir noch 5. Also vom Aussehen her und von den Bubbles hier. Ich lasse euch da immer ein bisschen genießen hier, die Bubbles. Kann man hier auch scharf stellen? Geht das irgendwie? Also die Bubbles, die sind also phänomenal. Es war ein bisschen Schaum drauf, aber der ist schon wieder weg. Oh. Irgendwie kam mir der Geruch in der Dose ein bisschen stärker vor. So penetrant irgendwie. Aber ziemlich cool. Und naja. Es schmeckt original nach Birne, also schmeckt nicht, es riecht nicht irgendwie chemisch oder so. Es riecht ganz naturell nach Birne. Das ist Wahnsinn. Oh, jetzt hätte ich mir gewünscht, ich hätte 2 geholt, aber ich habe nicht viel Geld dabei gehabt. Ne? Wahnsinn. Wenn ich mal wieder dahin komme, hole ich mir noch mal 1. Und ich kenne da den einen oder anderen Tester, dem ich das gerne mal zukommen lassen würde.
Das sind 3 Kilokalorien, was für zuckerfrei echt in Ordnung ist. Ja. Also da ist was gar nichts drin und hat trotzdem total geilen Geruch. Ich würde sagen, Prost! Kennt ihr noch diese Waldmeisterbrause von Ahoi? So ähnlich schmeckt das, nur mit Birnengeschmack und nicht ganz so bitzelnd wie dieses Ahoi. Das Ahoi, das war ja bekannt dafür, dass es eher so einen bitter-sauren Bitzelgeschmack hat. Also total, ich finde es angenehm. Ich würde sagen, ich finde das sehr, sehr angenehm zu trinken. Ja, ist wirklich klasse. Kann man nicht meckern. Ja, die Holländer. Also warum gibt es das hier bei uns nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe es bei uns noch nicht gefunden. Vielleicht gibt es inzwischen mal. Ich habe jetzt eine Zeit lang Pause gemacht. Wenn es in Deutschland gibt, ja, schreibt es in die Kommentare rein, das würde mich interessieren. Na? Und natürlich könnt ihr auch immer reinschreiben, wenn es irgendwo billiger gibt. Ist klar, aber nicht hier von wegen, ja, das kann nicht sein, weil das kostet so und so viel. Das, also da bin ich in letzter Zeit zugespammt worden und da habe ich nicht so die Lust drauf. Ich würde sagen, geschmacklich. So, Ablage. Ich schmeiße die Becher hier auf den Boden, aber die werden danach abgewaschen. Denn Umweltschutz ist auch ein bisschen Heimatschutz und diese Becher, die verwende ich gut und gerne 20, 30 Mal, je nachdem, was für ein Getränk man testet. Manchmal hat man wirklich Getränke, wo der Becher danach komplett versaut ist oder verpappt ist und dann entweder dauert es länger, den sauber zu machen, oder es geht überhaupt nicht mehr. Ja. Aber bis dahin werden diese Becher gnadenlos gefiestet von mir und verbraucht. Das muss einfach sein. Und dann fliegen sie in den gelben Sack. Natürlich wie dieses auch, was unfand ist, gelber Sack. Ja. Ah, ich brauche das nochmal. So. Ich würde sagen, ja, also geschmacklich 5 Sterne und designmäßig natürlich auch 5 Sternchen. Ja, ich würde sagen, das war's wieder für heute. Ein kleines Like, wenn nicht verkehrt. Abonniert die Glocke und schaut auf meinen Social Medias vorbei. Ich bin jetzt auch auf Twitch, das werde ich auch verlinken. Ja. Wäre auch cool, wenn ihr da ein Abo da lasst. Da gibt's dann die Spiele. Im Moment zocke ich, glaube ich, Lego, irgendwas. Meistens abends. Ihr kriegt ja da eine Info, der ist gerade online. Na, schaut vorbei, fände ich sehr, sehr cool. Unterstützt mich da. Lasst ein Abo da. Und hier auf dem Kanal geht es demnächst auch wieder richtig geil weiter. Es werden wieder geile Videos kommen. Ja, also, allzeit gute Fahrt, Jungs und Mädels.